Naja, im Grunde war mein Einstieg schon klassisch so. Also natürlich auch über Hip-Hop, aber der Einstieg zu Hip-Hop ging auch über Graffiti. Also das war eigentlich das, was mich fasziniert hat. Ich habe zwar dann auch mal versucht zu breaken und zu rappen und so weiter, aber eigentlich ging es immer um Graffiti. Das war die erste große Liebe. Also wenn ich so meine Faszination an Graffiti beschreiben sollte, dann war das mit Sicherheit irgendwie 20% Abenteuer, 20% Straße so, und dann war das auch bestimmt 20-30% Hip-Hop-Lifestyle, aber der größte Teil war immer dieses Kreative. So, das hat, fand ich, bei Graffiti in der Form von Style-Writing immer total spannend, dass es eigentlich um so eine Art von Ausdruck geht, wo ich zeigen kann, was ich drauf habe, wie kreativ ich bin, und das hat mich fasziniert, so, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, früher in diesem Hip-Hop-Gedanken war das natürlich noch mehr verankert, so dieses, ja, wenn du zeigen willst, was du drauf hast, so wie cool du bist, dann zeigst du halt deinen Style. So, und das hat mich schon sehr fasziniert, und dann habe ich auch immer eigentlich so dieses Ding verfolgt, ich will meine Buchstaben immer neu malen. Ich will eigentlich immer meinen Schriftzug neu malen und den neu auflegen, so neue Gestalt geben. In meinen Augen wäre Graffiti tot langweilig, wenn man jetzt immer nur so die Nostalgie leben würde, ne? So, also nur das malen, so wie es früher war. Graffiti muss irgendwie lebendig bleiben, und da müssen immer neue Ideen reinkommen. So. Das ist eigentlich mein Anspruch. Das ist ja, also ich verstehe Graffiti wirklich als so ein Medium, in dem man sich ausdrücken kann. Ja, das ist erstmal so ein Medium wie ein Werkzeug, und da kann man ganz vieles mitmachen und ganz viele interessante Sachen. Und es gibt nicht einen Weg, wie es immer auszusehen hat. Ne? Also das finde ich irgendwie cool. In meinen Augen ist Style nicht unbedingt eine Zeichensprache. So, ne? Also man könnte, oder ein Fond, so eine typografische Verpackung, so, sondern Style drückt sich natürlich in vielen anderen Punkten auch aus. Ne? Wie male ich das wo und was mache ich drumherum und welche Techniken benutze ich und so. Das kann ganz viel Verschiedenes sein. So. Und vielleicht war das früher mal enger. So, früher war diese Style-Schule natürlich teilweise auch ziemlich festgefahren oder vielleicht fest definiert so. Heute weicht sich das vielleicht ein bisschen mehr auf, oder hat sich das bei mir auch mehr aufgeweicht. Also gerade bei diesem Thema, was ich ja immer für mich so ein bisschen als wichtig empfunden habe, so, ich muss immer irgendwie die Buchstaben nochmal neu formen. So, und natürlich hat man eine Zeit lang auch gedacht, so, und wir haben auch viel darüber diskutiert mit Freunden, ja, gibt es irgendwann ein Ende? Gibt es irgendwann ein Ende? Ist der Buchstabe irgendwann ausgereizt? Kannst du ihn nicht mehr formen? Aber für jemanden wie mich, der es eigentlich dann schon so versucht hat, immer irgendwie neue Formen zu finden, kam diese Grenze manchmal gefühlt so, aber dann nach 2 Wochen hast du gemerkt, so, nee, ging ja doch irgendwie weiter. Ne? Was macht denn der Style-Writer? Also jemand, der sagt, ich will meinen Namen in Graffiti-Style sozusagen schreiben, dann geht's ja, also das, wenn wir über Style reden, reden wir eigentlich über Schreiben. Und natürlich, wenn es dann um die Ästhetik von Schreiben geht, geht's auch immer um eine Komposition. Die kann natürlich manchmal willkürlich auftauchen, wenn man das sozusagen so, ich will das voll das Gefühl reinlegen und so. Aber im Grunde, wenn ich jetzt Buchstaben oder einen Style gestalte oder ein Piece früher, natürlich kompositioniere ich da fast alles. Naja, im Grunde habe ich natürlich viel überlegt, was ist eigentlich so der Kern von meinem Graffiti? Was ist eigentlich dieses, was mache ich da eigentlich so? Und es geht immer um eine Form von Kodierung. Es geht ja darum, dass ich die Buchstaben in irgendeiner Form transformiere und verpacke, sodass sie letztendlich nicht für jeden erkenntlich sind. Also das Graffiti, was ich mache, ist eine Form von Kodierung. Und trotzdem ist eben diese Kodierung auch nicht willkürlich. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach nur Krickel-Krackel dahin malen und alles total verschachteln. Nee, es muss halt auch einer bestimmten Form folgen. Und diese Form unterstützt im besten Fall auch noch die Wirkung. Also total spannend finde ich auch so spirituelle Komponenten, die im Graffiti dann eine Rolle spielen. Ne? So eines der ganz ausschlaggebenden Elemente, die mich beeinflusst haben, waren eine Geschichte aus dem Alten Testament, dass Gott selber in Feuerschrift an die Wand schreibt. Ne? Das ist Menetekel. So, und ich bin der Meinung, dass
wenn du Graffiti in einer bestimmten Art und Weise schreibst, an die Wand, dass auch was passieren kann beim Betrachter. Was ist denn ein Burner? Ein Burner, wenn wir in der Graffiti-Fachsprache so simpeln, ja, das ist ein geiles Piece, das ist ein Burner, das verändert eigentlich unsere Wirklichkeit, unsere Wahrnehmung. Ne? Da passiert mehr als nur das, was wir auf der Wand sehen. Das öffnet irgendwas, ne? Das öffnet irgendwie so ein Tor. Und das gibt es halt in der Kulturgeschichte in ganz vielen Elementen von Magie und spirituellen Systemen, so, auch im religiösen Bereich und so weiter. Und da arbeite ich gerade dran, das finde ich echt total spannend. Wenn man so darüber nachdenkt, wie früher sich die Menschen Magie und Zauberei vorgestellt haben, da ging es auch immer um sowas wie, ja, ich kenne das Geheimzeichen und wenn ich das in einer bestimmten Art und Weise auf den Boden male, dann funktioniert halt die Beschwörung. Ne? Wenn ich die Form aber falsch gewählt habe, die falsche Form benutzt habe, dann ist halt nichts passiert. So, und Cryptograph ist halt das Graffiti, da hast du die Form richtig benutzt, es ist halt kodiert, die Geheimzeichen sind richtig angewendet und dann öffnet sich halt auch das Tor. Das ist eigentlich das Ding. Cryptograph bezeichnet für mich Graffiti, das eine neue Tür öffnet in eine neue Form von Perspektive, Wahrnehmung. So. Cryptograph ist Graffiti, das vielleicht erstmal auch so verunsichert und man erstmal denkt so, was soll das? Und dann kann man darin aber viel sehen. Also das ist eigentlich eine Form von Codierung in einer ganz bestimmten Art und Weise, die dann mehr aus der Information macht. Die Leute sagen vielleicht gar nicht erstmal nur, ah, da steht ein Nomad-Piece, sondern die sagen erstmal, was ist das denn? Und dann haben sie eine bestimmte Wirkung oder die fühlen irgendwie sowas. Cryptograph ist halt Graffiti, was auch ein Gefühl mitgibt. Wahrscheinlich würde derjenige, der jetzt kurze Zeit sprüht, sagen, so, ja, was ist das denn? Ich kann da nichts lesen. Oder wenn man es auch, so, auch aus dieser Oldschool-Perspektive anguckt, so, ja, was steht denn da? Ich weiß nicht. So, aber mir geht es um die Wirkung, die da erzeugt wird. Und die Wirkung ist für mich irgendwie, okay, es hat, für mich persönlich hat es dieses Flow und diese Ästhetik-Elemente, die ich beim Graffiti liebe. Gleichzeitig hat es noch so was anderes. Es hat noch so was Mystisches. Und das meine ich mit Cryptograph, das ist irgendwie, es verändert sowohl den Schriftzug als auch das, was drumherum ist. Es macht was Neues, es wird was Neues. Jemand, der überhaupt nichts mit Graffiti zu tun hat, der würde wahrscheinlich auch gar nicht das als so eine Art von Graffiti wahrnehmen. Erstmal im Sinne von so, ja, da hat jemand seinen Namen hingespielt. So, weißt du? Ist das jetzt eine Landkarte, die er da hingemalt hat? So, weißt du? Ja, hier habe ich das so, ne, das ist schon richtig so der Krypto-Flair. Mhm. Ne? Wie so der Zauberer hat sein Zeichen an die Wand gemalt. Der Zauberspruch. Der Alchemist. Der Buchstaben-Alchemist. Ganz grundsätzlich muss man eben erstmal sagen, wenn es jetzt um dieses neue Medium geht oder den neuen Raum, sag ich mal, den Kunstraum, Graffiti ist per se einfach erstmal gar keine Kunst. Ne? Also das ist ja auch so ein Fehler, dass viel, oder wie soll man das sagen, oft denkt man so, ja, ich habe jetzt so lange als Graffiti-Sprüher gearbeitet, jetzt bin ich auch automatisch ein Künstler. Nee, so wenn ich die Sachen sehe, ne? Also es geht immer noch darum, dass sie auch irgendwas Besonderes haben müssen, irgendwas Besonderes transportieren müssen, in einer besonderen Art und Weise aussehen müssen. Ne? Wobei ich zum Beispiel mit diesem Leinwandmedium immer so ein bisschen hader, weil ich bin eigentlich Style-Writing-Purist. Meine Kunst ist eigentlich mein Style, die Gestaltung der Buchstaben. Und das versuche ich eigentlich zurzeit gerade so auf Leinwand zu transportieren. Das ist so der Punkt, an dem ich bin. Ne? Und ich wollte eben nicht dann, ja, ich mache jetzt noch eine Mickey Mouse dazu, weil das kommt dann gut an. Oder ne, ich will versuchen, eigentlich immer dieses Style-Ding da mit drin zu haben. Und das ist natürlich schwierig und für mich auch eine Herausforderung. Also im Grunde geht es natürlich darum, dass die Leute sehen, mein Graffiti kennen und mein Graffiti-Arbeit oder meine Graffiti Arbeit, dieses künstlerische Arbeiten kennen und dann auch erkennen, ja, das ist von Nomad. Ne? Es geht dann auch um so eine Handschrift, so, weißt du? Ne?